Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zu einem weiteren Gran Turismo 7 Video. Heute mit der Abschlussmission für Vom Winde Verweht. Wenn wir diese Missionsreihe abschließen, kriegen wir zwei neue Autos. Wir müssen mit unserem eigenen Auto hier antreten. Und ich habe mir die Corvette mal hochgerüstet. Ich habe da mal einen Kompressor eingebaut, Intermediate-Reifen gekauft, auch mal weiche Reifen gekauft, damit wir so ein bisschen hin und her spielen können. Aber ich habe gerade schon im Rennen gesehen, nö, mit den weichen Reifen trittst du lieber nicht an, denn... der große Vorteil von den harten Reifen bei, ich sag mal, wechselhaften Bedingungen, und die wird es hier wohl geben, laut Beschreibungstext zumindest, die Vorteile von harten Reifen sind, dass du einen größeren Spielraum hast, wie du strategisch vorgehst. Bedeutet, du weißt nicht genau, wann wird es regnen. Solange du das nicht weißt, kannst du auf den harten weiter draußen bleiben, während du mit den weichen Reifen irgendwann so einen Abrieb erreicht hast, dass du zwangsweise an die Box gehen musst, weil du halt sonst einfach viel zu viel Zeit pro Runde verlierst. Tatsächlich bekommen wir 10.000 Belohnungen, wenn wir dieses Event abschließen, plus 5.000 wahrscheinlich, wenn wir das sauber abschließen. Ist im Prinzip alles immer ein fehlerfreies Rennen hier in Gran Turismo. Aber das ist relativ wenig. Aber trotzdem, 30 Minuten, Red Bull Ring, Highspeed Ring, mal gucken, wie es läuft. Ich glaube, eine Runde dauert hier etwa eine Minute. Bin gerade mal ganz kurz reingefahren und habe gesehen, boah, die Softs bauen hier maximal ab. Der Sound von der Corvette ist auch so laut, dass ich ein bisschen die Aufnahme runterdrehen musste für die Corvette. ja, und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also ich habe einen Kompressor eingebaut, also genaue Leistungspunkteanzahl. Sorry, Mate. Sorry, Kumpel. Genaue Leistungspunkteanzahl als Limit wurde nicht genannt. Eine Minute sieben. Und im ersten Sektor hatte ich vorhin noch ein bisschen was verloren. Also, ich denke mal so 1,6, 1,5 ist hier auf jeden Fall drin, was die Rundenzeit mit Trockenreifen im Trockenen, auf trockener Strecke geht. In trockenen Bedingungen. Oh Gott, ja, die Regenwolken verdichten sich sehr schnell. Also, dunkleres Blau ist da auch schon zu sehen. Nicht ganz das Dunkelste bisher. 32,2 Sekunden. Ja, im Tunnel bleibt es natürlich immer trocken. Da können wir die Leistung easy auf die Strecke bringen, aber es ist kein allzu langer Tunnel. ...32,6, jetzt hole ich kaum noch auf gerade. Oh, okay. Könnten bald Intermediates anfallen. Ich gehe schon mal rein. Okay, scheinbar hätte ich auch mit weichen Reifen hier durchaus den ersten Stint fahren können. Ja, die ersten gehen auf jeden Fall schon mal rein. Okay, Intermediates. Oh, Alter. Oh, 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 okay, interessant. Sprit. Ja, natürlich müssen wir voll tanken. Ich habe 3 Runden zurückgelegt. 1,8 Runden könnte ich noch schaffen. Das heißt, 5 Runden pro Tankfüllung schaffen wir, wenn wir hier voll pushen. Machen wir natürlich jetzt nicht. Wir sparen einfach mal Sprit. Ich bin schon die ersten Sportrennen mal gefahren. Da kann man schon ein bisschen was sparen. Und haben die da harte Reifen aufgezogen oder ist das nur die alte Mischung, die gerade angezeigt wird? Eine Minute Rückstand, okay. Also ich habe auf jeden Fall auf den Intermediates bisher verloren. Eieiei. Hier kurz mal Vollgas. Ich hole aber auf jeden Fall zu dem Fahrer direkt vor mir auf. Ach, da hatten einige Medium-Reifen drauf. Okay. Ja, für sowas sind natürlich Softs optimal, wenn du weißt, wann der Regen kommt. Wenn ich jetzt wüsste, okay, in Runde 3, 4 kommt der Regen und ich muss wechseln, hätte ich sofort gewechselt. Und da ist jemand auf Intermediates schon drin gewesen, oder wie? So, 4,4 Runden, 16% Sprit verbraucht. So, bei 290 kann ich hier jetzt auf Stufe 6 runterschalten. Und ich glaube, in Gran Turismo... Oh Gott! Okay, Aquaplaning abseits der Ideallinie. Ja, RIP. Die Intermediates bringen hier gar nichts mehr.
Okay, vielleicht sollten wir die Heavyweights noch mitnehmen. Okay, das wird, glaube ich, das erste Mal sein, zumindest außerhalb einer kleinen Missionsprüfung, dass wir wirklich mal die Starkregenreifen auch brauchen. Allein, dass wir jetzt aber für die Starkregen und für die Intermediate-Reifen mehr bezahlen, als wir letztendlich durch die Mission einnehmen werden, ist wieder halt so paradox. Es gab übrigens jetzt ein Bild, das jetzt im Umlauf ist, von, ich glaube, einem Jaguar, na, sagt selbst, von so einem alten Jaguar, XJR 15, 12, wie auch immer. Da kostet das Auto 12 Millionen und da kostet ein neuer Motor 6 Millionen. Neues Chassis kostet 14,4 Millionen. Es gibt Leute, die das wirklich ernsthaft verteidigen und sagen, ja, hey, willst du alles hinterhergeschmissen bekommen? Nee, aber ich möchte mich auch nicht dumm und dämlich bezahlen, im Spiel nicht und auch nicht mit Echtgeld. So, okay, gehen wir rein. Auf geht's. Jetzt mit Softreifen starten, jetzt haben wir ein bisschen Vorwissen. Eieiei. Es könnte sich sogar fast lohnen, einfach sofort auf Starkregenreifen zu wechseln, ne? Wenn man weiß, dass der Regen sehr, sehr hart kommen wird. Ich meine, das Regenradar, das ist eine Sache, die ich ein bisschen schwierig finde. Das bringt ja halt nicht so viel, wenn sich die Regenwolken halt bilden können und wenn der Wolkenzug so unendlich schnell ist. Also, das Problem ist, diese 150 Kilometer werden halt innerhalb kürzester Zeit überbrückt. Das heißt, du hast im Prinzip kaum eine Zeit zwischen, hey, wann setzt der Regen ein und wann fängt es an zu regnen. Also wann nähert sich der Regen und wann, anders formuliert, du hast eine sehr kurze Zeit zwischen wann entdecke ich den Regen und wann regnet es wirklich. So, schön vorbei. Okay, 150 Kilometer, noch nichts drumherum zu sehen. Sehr schön. So, wir können langsam aber sicher mit dem Sprit wieder runterfahren. Gehen wir mal auf Stufe 6 runter. Fast 25% haben wir der ersten Runde verbraten. Oh Gott, das Kopfbewegen irritiert mich. Kann sein, dass die Kamera sich in irgendeiner Form umgestellt hat. Oder ist es bei der Corvette ein bisschen strange? Alright. Bisschen spritsparend sein, dann ist der Boxenstopp auch nicht so super lang. Kann man in den etwas langsameren Passagen hier ganz gut machen. Und auch am Ende der längeren Geraden kann man das machen, damit man so ein bisschen Sprit spart, weil dann hast du eh eine hohe Geschwindigkeit drauf. Da musst du nicht mehr großartig beschleunigen. Okay. So, schaut mal, wie schnell jetzt von 50 Kilometern, wir sind bei 1 Minute 7 jetzt, wie schnell es von 50 Kilometern ungefähr hier rüber kommen wird. Wann fängt es an zu regnen? Also, neue Runde begonnen. Die 50 Kilometer wurden überbrückt innerhalb von 20 Sekunden etwa? Ja, 20 Sekunden. Das heißt, du kannst eine Minute in die Zukunft schauen, was das Wetter angeht. Ob jetzt der Wolkenzug, ob das realistisch ist oder nicht, bewerte ich jetzt mal nicht. Ne? Das ist nicht Teil der Bewertung. Aber, dass du eine Minute in die Zukunft schauen kannst, ich meine, klar, 100% zuverlässig ist halt eh schwierig für so einen Wetterbericht, aber weiß nicht. So, auf geht's. 28 Sekunden zur Spitze. So, let's go. Gehen wir rein. 28,5 Sekunden zur Spitze. Und wir nehmen direkt mal die Intermediate-Reifen mit. Wir lassen natürlich komplett auftanken. Dann werden wir vermutlich relativ schnell auf die Wet-Reifen auch gehen. So. Abfahrt. So, in den ersten Momenten müssen wir jetzt ein bisschen schneller beschleunigen. Das heißt, direkt mal auf Stufe 1.
So, 55 Sekunden, auf jeden Fall näher dran als der Versuch Nummer 1 nach dem Boxenstopp. Ah. 53 Sekunden, also sobald es auf die Kurven zugeht, holen wir hier gerade ein bisschen was auf zu der Spitze. Oh Gott. 38 Sekunden, are you serious? Haben die hier so viel Zeit liegen lassen? Wow. Ich habe das Gefühl, dass man im Regen hier durchaus sehr viel besser unterwegs ist, wenn man ein bisschen hin und wieder mal shortshiftet, also ein bisschen früher hochschaltet, als man es eigentlich normalerweise würde, wenn alles optimal wäre, was das Gripfeld angeht. 23 Sekunden zur Spitze. Wasserstand ist krass. Okay, ich kann mir vorstellen, jetzt brauchen wir die Regenreifen. Ich glaube, ich brauche die Regenreifen. Ja, ja, wenn man den Regen schon so laut hört. Das wird gleich nach dem Tunnel wieder so unangenehm. Bei... Oh, nein, 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 Dave, tu das nicht. Gott. Oh ja. Reifen sind gerade so am Limit. Okay. Boxenstopp, Boxenstopp. Dass das Wasser hier oben trotzdem so hoch steht, ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich müsste es hier abfließen. 29,6 Sekunden. Also hole da auf, obwohl ich da komplett Halbgas durchfahre. Okay, Regenreifen. Regenreifen, 29,4. Jetzt verlieren wir wieder Zeit, aber alles gut. Alles gut. Alter Falter, 3/4 Sprit haben wir noch. Boah, es ist super nass. Die gehen aber auch alle nicht rein gerade. Bin ich spannend. Mal gucken, ob das jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung war. Volltanken natürlich. So, und jetzt... Ja, wir haben die Wet-Reifen drauf. Für den Moment dachte ich, vielleicht hätten die mir Sticks aufgezogen, aber es sieht gut aus. Also selbst für die Wets ist es gerade sehr unangenehm, ne? Selbst die Wets sind gerade relativ befeuchtet, aber ihr seht, wir holen gerade mächtig auf, auch schon, obwohl wir aus der Box, frisch aus der Box gefahren sind. Also die Spitze verliert gerade Zeit. Ja, mal schauen. Also die gehen alle nicht an die Box. Ja, 7,5 Minuten gefahren. Ich kann nicht abschätzen, ob wir hier wirklich gut vorankommen oder nicht. 46 Sekunden. ...45,1. So, ein bisschen mehr als 44 war es gerade. Jetzt sind es weniger als 44. 43,2. Ja. Das Ding ist, jetzt können wir auch nicht wirklich einen Zeitenvergleich machen. 13% etwa Sprit verbraucht. Also wenn ich auf 12% runtergehe jetzt noch, könnte ich 8 Runden fahren pro Stint. Okay, jetzt habe ich richtig aufgeholt. Also 10 Sekunden haben wir gut gemacht innerhalb kürzester Zeit. Ne, 6 Sekunden. Zum Spritsparen lohnt sich übrigens, finde ich, nicht.
Lift and Coast zu betreiben. Das habe ich bei diesen Öko-Challenges im Spiel gemacht. War nicht sonderlich effektiv. Du sparst zwar Sprit, aber du verlierst damit unheimlich viel Zeit. Lieber würde ich empfehlen, einfach den Motormodus ein bisschen runterzustellen. Alter, wie können die denn auf Intermediate-Reifen hier noch draußen bleiben? Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade mit Wet-Reifen mit größten Problemen auf der Strecke unterwegs und konnte das Auto fast nicht mehr abfangen. So. Fast 80% noch Sprit. Also wenn ich jetzt auf 10% runtergehe, haben wir noch mehr Spielraum. Ja, aber sorry, wenn die Wets schon Aquaplaning fast haben, dann müssen es die Intermediates ja safe haben eigentlich. 24 Sekunden, wir haben wieder richtig viel aufgeholt. 12 Sekunden, oder? Wow. So viel zu dem Aquaplaning, ja. Vielleicht haben die Chance oder die Gefahr, Aquaplaning zu haben. So, bleiben wir jetzt bei über 70%, das wäre natürlich ganz cool. Ja, aber dass sie hier zum Beispiel wenig Zeit verlieren. Okay, jetzt. Doch, jetzt verlieren sie Zeit. Ja, jetzt ist der Nächste an der Box. Bro, da fährt ein Gruppe 4 Auto mit. Ach, deswegen waren manche so langsam im ersten Versuch. Wow. Okay, 9 Sekunden noch zur Spitze. Okay, es wird bald trockener. Ich werde trotzdem ein bisschen spritsparend hier fahren. Und dann fahren wir so 2-3 Runden vielleicht zu lange mit den Regenreifen, bis wir vielleicht sogar direkt auf Slicks wieder wechseln können. Reifen halten ja noch relativ lang. Ja, nach 12 Minuten können wir aber ein Fazit ziehen, dass es bis jetzt sehr gut geklappt hat, tatsächlich. Nur noch 3 Sekunden zur Spitze. Ah, da kommt schon die nächste Regenwolke. Ah, ich fahre hier mal ganz entspannt. Ich glaube, ich muss nicht unbedingt da ans Limit gehen. So, ein Huracan und ein Aston Martin an der Spitze, oder wie? Jetzt sind es auf jeden Fall weniger als 10%. Jetzt sind es etwa, ich würde fast sagen, 9%, die ich pro Runde verbrauche mit dem Sprit. Ja, das sind sogar fast 11 Runden, die ich fahren kann damit, ne? Das ist nicht schlecht. Und es kostet auch, glaube ich, kaum Zeit. So, ja, sehr vorsichtig einfach voranfahren. Hab jetzt kein großes Risiko mehr. Ich glaube, Intermediates wären doch ganz gut statt Trockenreifen direkt. Für die einzelnen Regentropfen, die hier nochmal kommen werden, vereinzelt. Ich glaube, das würde deutlich besser funktionieren dann. Ja, jetzt haben die Leute, die auf Intermediates geblieben sind, vielleicht die Vorteile. Dadurch, dass sie jetzt einfach eine trockenere Strecke haben. Der Citroën ist vielleicht einer der Kandidaten mit Intermediates. Mit vielleicht frischen Intermediates, wer weiß. Aber hier ist es immer noch so nass. Oh Gott. Ja. Aber hier habe ich auch das Gefühl, wenn die auf Intermediates sind, dann mache ich hier auch wirklich Zeit gut. Weil es gerade da deutlich feuchter ist. Jetzt gucken wir mal, er geht an die Box. Was hat er denn für Reifen drauf? Er hat Regenreifen. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Leistung abgerufen als ich, wer weiß. Kann auch sein. So, Regen setzt wieder ein. Nix mit Slicks. Oh Mann, oh Mann.
Aber er musste auch vorzeitig an die Box. Also vielleicht nimmt er jetzt auch tatsächlich die Intermediates mit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja doch, Tatsache, er ist jetzt auf Intermediates gewechselt. Also ganz ehrlich, ich fühle mich gerade auf den Regenreifen am wohlsten. Hm. 15 Minuten, wir haben gleich Halbzeit. 4 Sekunden Vorsprung. Sieht eigentlich ganz gut aus. Auch wenn ich hier und da ein bisschen Zeit verliere, aber die Regenreifen passen bisher. Ich muss aber sagen, tatsächlich finde ich es so ein bisschen schwierig. Ich fühle mich ein bisschen aufgeschmissen, was so diese Reifen angeht. Ich habe halt keinen klaren Indikator bis jetzt dafür ausmachen können, ab wann du auf Inters, ab wann du auf Regenreifen wechseln solltest. Das kam mir vorhin super überraschend, weil es zwischenzeitlich halt richtig krass geregnet hat. Aber keine Ahnung. So, wir haben noch 47% Sprit. Das geht volle Kanne klar. Also ich glaube 7-8% brauche ich gar nicht pro Runde. Ui. Also weder das Wetterradar hilft mir da wirklich mit den verschiedenen Färbungen, wie stark es regnen wird oder nicht. Noch hat mir wirklich bisher die Anzeige links unten geholfen, weil es war vorhin mit Intermediate super weird und jetzt gerade bin ich mit Regenreifen unterwegs. Wobei, vielleicht sind auch andere mit Regenreifen unterwegs, weiß man ja nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, wenn es um Regenreifen geht, dass die anderen halt irgendwie besser unterwegs sind. Also auch mit Intermediates gegen Regenreifen. Obwohl eigentlich vielleicht Regenbedingungen herrschen sollten. I don't know. Es ist aber auch nur ein Gruppe 4 Auto, das mitfährt. So, wir haben 43% Sprit jetzt noch. Damit werden wir etwa 3,8 Runden schaffen. Ich versuche das auf exakt 4 Runden noch hochzukriegen. Sollte hoffentlich klappen. Ja, 7 Sekunden Vorsprung. Funktioniert, aber ich ruhe mich jetzt mal nicht drauf aus, ne? Also, es klingt zwar so ein bisschen immer doof, auch keine Ahnung, in der Formel 1, wenn Mercedes sagt, als sie in der Vergangenheit immer in Führung waren, ey, wir wollen irgendwie immer mehr und mehr und mehr und mehr und wir ruhen uns nicht mit dem Vorsprung, den wir haben, aus. Aus. Aber ich meine, im Endeffekt ist das halt der einzig richtige Weg zu sagen, hey, ich möchte quasi nichts anbrennen lassen. Die sind tatsächlich alle auf Intermediates jetzt hinter mir gewesen. Auf Intermediates. So. Ja, und genauso mache ich es auch. Klar, ich könnte jetzt eventuell super entspannt hier rangehen und einfach nicht großartig bis jetzt ernst nehmen nach dem Motto. Ich könnte jetzt versuchen, ein bisschen zu entspannen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, hier nochmal alles zu geben. Es wird doch mal richtig regnen vielleicht. Okay, aktuell ist der Regenstand deutlich runtergegangen, glaube ich. 32,5. Mal gucken, wie schnell Barrera näher kommt. Oh Gott, Alter. Okay, Strecke ist, glaube ich, zu trocken jetzt für Regenreifen. Jetzt nicht mehr unbedingt. Mal schauen. Vielleicht von der Ideallinie fernhalten, dann dürfte es auf jeden Fall ein bisschen feuchter für die Reifen werden. Dann kühlen die wieder ein bisschen ab. ...33 Sekunden. Nach wie vor der Vorsprung recht komfortabel. 34 Sekunden. Also, Wets sind nicht schlecht. Aber das Auto hinter mir bleibt halt direkt dran. Ich verstehe das nicht ganz. Wie macht er das? Okay, 2 Runden sollten wir aber noch schaffen mit diesem Sprit.
Das ist halt jetzt für mich so die einzige Sache, die ich wirklich noch maximieren kann. Die Anzahl der Runden, die ich auf den jeweiligen Reifensatz fahre. Jetzt wird es nur noch entscheidend sein, wie der Regen sich entwickelt. Ob ich jetzt quasi mit dieser Strategie dann Erfolg habe oder nicht. Wenn ich jetzt Intermediates nehme und es regnet stärker, habe ich Pech. Wenn ich jetzt Regenreifen mitnehme und es regnet nicht so stark, habe ich Pech. Wenn ich es richtig predikte, läuft's gut. Natürlich. Ich würde fast sagen, Regenreifen. Es sind 38 Sekunden mittlerweile. Ich würde hier mit dem niedrigsten Motormodus doch nie und nimmer so viel Zeit gut machen, wenn Regenreifen schlecht wären. Ich bin gerade auf Stufe 6 unterwegs mit der langsamsten Motorstufe. Und ich bin mit Regenreifen gerade so viel schneller als die Autos alle hinter mir. Das müssen Regenreifen nochmal sein. 40 Sekunden Marke jetzt gebrochen. Also eine halbe Runde Vorsprung stand jetzt, wenn man ja mal auf die Zeitentabelle gerade achtet. Ja, und wir haben noch etwa eine Runde an Sprit über. Der Moment, wenn du zwei Formulierungen verwenden möchtest, dich aber erst mitten im Satz umentscheidest, während du einst sicher warst, ich möchte definitiv übersagen und dann am Ende übrig sagen willst, oder umgekehrt rum, und dann sagst du übra. Wir haben noch 1,3 Runden Sprit übra. Sehr gut, Dave. Gut gemacht. So, 0,8 Runden Sprit. Sekunden Vorsprung schon fast. Ja, und es gibt auf jeden Fall noch einiges an starkem Regen. Wir müssen rein. Wir müssen rein und wir müssen Regenreifen mitnehmen. Ich glaube, alles andere wäre jetzt Quatsch. Bei dem Wasserstand für Regenreifen hier, vorausgesetzt, es repräsentiert genau das, was ich denke, nämlich wie viel Verdrängung von dem Reifen ist hier erreicht? Wie ist der Verdrängungs... Oh Gott! Wie viel könnte noch verdrängt werden oder eben nicht? So, 8,5 Minuten. Das werden noch etwa 8 Runden oder so sein. Ich brauche ja pro Runde etwa 10% Sprit oder so. Oder 8% Sprit. Wir könnten auf Nummer sicher gehen und einfach sagen, 80% tanken. Wir nehmen Regenreifen mit. Wir gehen mal auf 73% Sprit, würde ich sagen. Das ist doch eine wundervolle Zahl. Okay, ein bisschen mehr mitgenommen, aber ist okay. So, 54 Sekunden waren es eben. Jetzt wird es gleich weniger sein. Und es hat ein bisschen aufgehört zu... Hat komplett aufgehört zu regnen. Vielleicht ist bald Zeit für Sticks. Da hätte ich jetzt gerade natürlich ein bisschen was verloren damit, aber... Ja, wir haben theoretisch noch einen Boxenstopp frei, oder? Keine Ahnung. Da die Frage... Kann ich jetzt auf Intermediates wechseln oder nicht? Ja, noch sind die Regenreifen nicht so hinterher. Aber die Strecke trocknet schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass ich am Ende nochmal 2, 3, 4 Runden auf den Softs fahren könnte. Okay, nächstes Auto an der Box. Ah, das ist der Gruppe 4 Alfa Romeo. Schade, das wird für mich keine Referenz sein. Ich kann nicht auf die Tabelle schauen und sagen, hey, guck mal, der nimmt die und die Reifen mit und so läuft's bei ihm dann. Ideallinie sieht schon mal super trocken aus. Muss vorsichtig sein. Ja, aber Regenreifen funktionieren halt nach wie vor sehr gut. Kannst du nichts machen, ne? Also... Nach wie vor rund 29 Sekunden Vorsprung nach hinten.
nichts anbrennen lassen. 30 Sekunden jetzt. Der BMW sehr, sehr nett hier gerade. ...33 Sekunden Vorsprung. Pro, also... Ich bin mal gespannt auf die ersten Sportrennen, die hier wechselhafte Bedingungen haben werden, weil... ...von der KI-Pace ausgehend kann ich mir noch keinen Reim drauf machen... ...wie... der optimale Zeitpunkt, Reifen zu wechseln, ausschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die Pace so ein bisschen durcheinander gewürfelt ist. Also ich bin deutlich schneller geworden. Das heißt, Intermediates könnten bald optimal werden. Weil im stärkeren Regen bin ich ja hier zwischenzeitlich sogar nur 1,19, 1,20er Zeiten gefahren. Jetzt ist eine 1,16,3 drin gewesen. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass... wir deutlich schneller geworden sind und dass die Strecke deutlich schneller geworden ist, logischerweise auch. Sonst wirst du nicht auf einmal 2, 3, 4 Sekündchen schneller. Aber der Friedmann, der hier gerade eben bei abtrocknender Strecke eigentlich schneller werden sollte im Vergleich zu mir, der hat halt immer mehr und mehr Zeit verloren. Das verstehe ich nicht, auf Intermediates. Wie? Wieso? Der hat jetzt 54% im Tank. Ich habe 49, ist in Ordnung. So, jetzt werden wir wahrscheinlich eine 1,15 oder so fahren. Vielleicht sogar eine 1,14. Ah, immer noch eine 1,16. Ist in Ordnung. Sieht gut aus. 4 Minuten haben wir noch übrig. Aber wir werden ziemlich genau 4 Runden fahren. Und das ist auch der Herr Friedmann, den wir gerade überholt haben. Eieieiei. Es ist aber ein cooles Szenario, by the way, ne? Also, das Szenario so macht extrem Spaß. Wenn es jetzt noch ein vernünftiges Preisgeld gäbe, wäre das eigentlich ganz geil. Und wenn es halt mehr solcher Szenarien gäbe. Ich habe ja so ein bisschen über den Content gesprochen in Gran Turismo 7. Eine Idee wäre halt einfach super geil, weil wie gesagt, es ist nicht so schwer... Events zu programmieren. Es geht relativ schnell, dass du das halt machst und easy. Aber wie geil wäre es denn, wenn man einfach gesagt hätte, ab Release gibt es ein neues tägliches Rennen, das wir ins Spiel einbauen. So, oder freischalten oder sonst was. Man muss ja nicht für jedes jetzt einen Download oder so einrichten, aber dass du vielleicht jeden Tag ein neues Rennen hast. Mal hast du den Corvette Cup. Mal hast du den Audi R8 Cup. Mal hast du irgendwas anderes. Wäre doch eigentlich super cool. So. Hinter mir waren jetzt alle nochmal in der Box. P5, P4, P3 überrundet gleich. Und P2 ist auch nicht mehr so gigantisch weit weg. Wir haben noch etwa 2 Minütchen Zeit. Hier ist die Beleuchtung irgendwie super weird. Also der Lambo macht hier gerade mächtig Zeit gut, während ich zu dem Führenden innerhalb kürzester Zeit jetzt 4 bis 5 Sekunden gut gemacht habe. Wieso das denn? Ach, der geht jetzt erst an die Box? Oh Gott, okay, dann ist der Lamborghini der Zweitplatzierte gleich. Ja, läuft doch. 2 Ründchen haben wir noch. Jetzt aber vielleicht beim 1,15er Bereich. Ja, sehr gut. Die Wets fühlen sich immer noch, by the way, sehr ordentlich an, also nicht so schlimm. Klar, bei hohen Geschwindigkeiten muss ich ganz besonders aufpassen, aber Bro, ey, ganz ehrlich, ganz kurz, kann mir niemand erklären, dass die Wets gerade immer noch auf so einer trockenen Fahrbahn so schnell sind, oder?
Eigentlich müssten die doch hinter mir gerade alle deutlich schneller sein. Ich verstehe es nicht, weil in manchen Abschnitten sind die ja schnell. Und so sehr ich jetzt auf die nassen Streckenabschnitte fahre, meine Reifen zu kühlen, mit Wets bin ich quasi abseits der Ideallinie definitiv langsamer, als wenn die jetzt auf Slicks oder Intermediates auf der trockeneren Fahrbahn fahren. Eigentlich sollten die mir halt pro Runde 4-5 Sekunden oder so locker einschenken können. So. Letzte Runde. Wir machen nochmal mächtig Radau. Schön Leistung abrufen. Schön nochmal pushen hier. Hätte auch theoretisch einfach warten können und hätte dann einfach direkt über die Linie fahren können, sobald die Zeit abläuft. Oh Gott, jetzt müssen nochmal welche an die Box für eine Runde. Da komm, mit 16% Sprit hättest du es safe noch eine Runde geschafft, Friedmann. Ja, und guck mal, die Viper ist jetzt nicht mehr da. Also gut, vielleicht ja auch so ein bisschen natürlich auch wegen des Kompressors, den ich eingebaut habe. Aber auch da gibt mir doch wenigstens dann Leistungspunkte-Referenz, wo ich hin sollte. Hinterreifen haben, by the way, jetzt sehr stark abgebaut. Die Regenreifen sind komplett runter. Umso geiler, dass ich hier vorne so immer noch, dass der Viper schwer machen kann, dass sie mich überholt. Und dass sie so wegrutscht. Und dass sie jetzt so den Grip hat und trotzdem so nah dran bleibt. Krass. Nice. Mit Überrundung. Easy das Rennen gewonnen. Sehr schön. Ja, das hat doch mal Laune gemacht. Das war doch mal ganz gut jetzt. Ja, Gold für den ersten Platz erhalten. Und wir bekommen zwei Autos. Ja, ein größerer Preis als die 10.000 Credits, die wir jetzt hier lediglich erhalten werden. Oh, ein Stufe 2 Ticket war es, glaube ich. Roulette bekommen wir auch noch. Ja, und jetzt... Die Gruppe 4 Viper ist in Ordnung. Ja, nehme ich mit. Gruppe 4 und Gruppe 3 Autos sind immer gut. Was gab es denn noch für Challenges? Weiß es gerade gar nicht, was es hier noch für Challenges gab. Bugatti vielleicht? Oh, hello there. Das ist ja mal eine nette Überraschung. Formel 1 Auto. Das finde ich gut. Nice. Stufe 26. In der Sammlerstufe. Nice. Jetzt haben wir noch zwei Missionen offen. 30 Minuten, glaube ich, Battles-Rennen. Und ja, in Le Mans. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man mir vielleicht einen Rennwagen stellt. Ich klicke das mal kurz an, damit wir mal ganz, ganz kurz sehen, welche Fahrzeuge hier in der Konkurrenz sind. Okay, sieht man nirgends. Danke für die Information. Weil da steht... Als Voraussetzung Rennwagen. Und Rennwagen kann sehr vieles bedeuten. Ach komm, Spiel. Lass mich auch wenigstens ins Replay, damit ich gucken kann, welches Auto vor mir noch fährt. Ja? Ja? So. 2 Sekunden Replay sollten reichen. Der Ferrari vor mir, der wird wahrscheinlich... unbezahlbar teuer sein. Aha, jetzt ist das Replay immerhin sogar 17 Sekunden lang. Okay, du musst hier auf jeden Fall mit dem Gruppe 1 Auto fahren, sonst hast du keine Chance. Und du musst eigentlich ein altes Gruppe 1 Auto haben, weil die sind, was die Topspeed angeht, komplett overpowered den anderen Gruppe 1 Autos gegenüber. Oh mein Gott, der CLK GTR, wann kann man den bekommen? Wie kann man den bekommen? Wo kann man den bekommen? Ich möchte den haben. Ja, also super viele LMP1 Autos. Was zum Beispiel dieser Ford hier tut, keine Ahnung. Ja, also ihr Lieben, damit haben wir aber 30 Minütchen hier Highspeed-Ring abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, gerne Abo raushauen, beim nächsten wieder dabei sein. Bis zum nächsten, ihr Lieben. Haut rein, bis dann, ne? Ciao.